Ja, und Richie Brause, er wusste natürlich, was die Stunde geschlagen hatte. Etwas überraschend doch seine Zweisatzniederlage in seinem ersten Einzel gegen Michael Mays. Und das wollte er gegen Matsushita gut machen. Den ersten Satz beherrschte er auch überraschend klar. Wir wollen Ihnen nur zwei gut herausgespielte Punkte von Brause zeigen aus diesem ersten Durchgang. Der unterm Strich eine klare Angelegenheit war und der mit 21:12 an den Mann aus Gönnern ging. Matsushita ließ sich zu sehr in die Abwehr drängen, vergaß, was er im Spiel gegen Shu so glänzend zumindest teilweise eingesetzt hatte, den Angriff. Im zweiten dann allerdings das Ganze etwas anders. Anfänglich Matsushita mit Vorteilen. 7-4 Führung, dieser Punkt an Brause zum 7:5. Spektakuläre Ballwechsel natürlich auch in diesem Spiel, immer wenn ein Angreifer auf einen Abwehrspieler trifft. Leider ist das ja so selten in der Bundesliga. Matsushita, einer von nur zwei Spitzenspielern, Ding Song der andere. Sehr geduldig gespielt von Richard Brause. 18:17 seine Führung. Lässt sich nicht verleiten, den Schuss zu früh anzusetzen. Um einen schnelleren Punkt, aber auch einen vermeidbaren Fehler zu riskieren. Wartet ab, bis der Gegner den Fehler macht. Dieser zweite Satz an Spannung kaum zu überbieten, zumal ja allen in der Halle klar war, Richie Brause musste dieses Spiel gewinnen, um die Chance aufs Unentschieden für Gönnern zu bewahren. 19:18 Führung Matsushita, es wurde immer enger. Zwischendurch auch mal ganz weich gezogen von Richard Brause. Taktisch glänzend eingestellt. Der war zu hoch, den muss er schießen. 20:19. Matchball raus. Mit viel Glück am Ende, unterm Strich aber verdient. Der Zweisatzsieg von Brause gegen Matsushita. Und dementsprechend glücklich war er anschließend im Gespräch mit Detlef Watzke. Nach der Leistung von Xu hatte ich gehofft, dass Matsushita etwas müde ist. Und ich glaube das. Und dann hat er ein bisschen Probleme gehabt. Er hat das erste Mal gegen mich gespielt und glaube, hat ein bisschen Schwierigkeit mit meinen Bällen gehabt. Und ich bin einfach glücklich, dass ich das Spiel gewonnen habe letztlich.
Zumal er ja zuvor gegen diesen jungen Mann, den 17-jährigen Dänen Michael Mayes, über